Nochmal hier ganz herzlich willkommen alle miteinander. Freue mich, dass der erste Stadtrat auch dabei ist, die Mitarbeiter der Verwaltung und die ausführenden Unternehmen. Begrüße ich auch ganz herzlich hier zu unserem Spatenstich, kann man das ja schon nicht mehr nennen, weil sie waren ja schon fleißig, wie ich so sehe. Und der erste Parkplatz wird übrigens auch schon genutzt. wir haben uns ja, glaube ich, vor, weiß gar nicht, 8 Wochen getroffen, da fing es an vor 8 Wochen mit dem Abriss des Parkhauses. Anfang Juli, ja. Anfang Juli. Und jetzt stehen wir schon wieder hier, weil das eben abgerissen worden ist und da 120 Parkplätze weggefallen sind, haben wir uns überlegt, diesen Parkplatz, und ich war gerade auch wirklich überrascht, wie voll das ist, jetzt an der Stelle schon, den hierhin zu erweitern. Um dann auch für die Zukunft, wenn dort die TAM steht, auch die Möglichkeit zu haben, dass die Studierenden, die Lehrenden, aber auch eben die Menschen, die jetzt schon immer im Parkhaus geparkt haben, um in Frankenberg einkaufen zu gehen, dort Parkplätze finden. Wir haben ja eben schon noch Pläne zu sagen, dass auch vor allen Dingen die obere Fußgängerzone weiterhin erschlossen werden kann, auch für Menschen, die vielleicht eine Beeinträchtigung beim Gehen haben. Das wird jetzt erstmal eine Weile noch nicht so sein, aber in Zukunft werden wir uns dann, sobald das THM-Gebäude steht, darum auch kümmern, dass dann die Fußgängerzone auch für alle wieder erschlossen werden kann, die früher eben auch die Brücke genutzt haben, dass wir sowas da auch wieder hinbauen werden. Zu den technischen Sachen sehe ich, hier ist schon eine große Karte mitgebracht worden. Ich bin ja ein Fan von Bildern, ich finde, dann kann man das viel eher erklären. Und was die Technik angeht, würde ich mich hier auch mit fremden Federn schmücken und gebe dann lieber an den Herrn Saure, der diese Federn dann auch verdient hat. Genau, ich würde mal kurz ausführen, was wir machen. Das ist der vorhandene Parkplatz in dem Bereich. Wir stehen jetzt gerade hier in dem vorderen Bereich. Wir werden den Parkplatz analog zu dem vorhandenen Parkplatz genauso nach hinten erweitern, mit den entsprechenden Feldern abgegrenzt. Die Fahrwege bauen wir in Asphalt, die Parkflächen bauen wir mit einem Sickerpflaster, sodass das Wasser auch entsprechend ablaufen kann. Wir werden zusätzlich hier in diesem Bereich zwischen den beiden Brücken einen Gehweg bauen, dass man auch mal im Rund gehen kann. Wir haben ein angrenzendes Seniorenheim, dass man auch mal eine größere Runde gehen kann. Die Firma Feldhaus hatte vor 6 Wochen begonnen, dort in dem Bereich die Kappen schon zu verbreitern. Das ist mit in dem Auftrag drin, dass wir rechts und links einen Gehweg an die Brücke bekommen. Das wird durchgeführt und klar, wir bauen wieder die LED-Technologie bei uns ein. Genauso wie man dort den Masten auch sieht, werden 2 weitere Masten mit entsprechenden Flutern installiert. Alle anderen Bereiche drumherum, die vielleicht jetzt noch versiegelt sind, werden entsiegelt, sodass wir nachher hier einen Parkplatz geschaffen haben mit knapp 184 Parkplätzen. Die beiden Trafostationen, die es gibt, die sind eingebunden in den Grünflächen, sodass die nicht mitten in den Fahrspuren stehen. Das ist auch wichtig. Und die Bauzeit, ich sag mal, die Firma Feldhaus hat diese Woche begonnen am Montag und soll bis Ende November, bis zum 30. November fertig sein. Weil wir für uns gesagt haben, der Parkplatz muss dann für die Weihnachtszeit den Einzelhandel ein bisschen unterstützen, für die Weihnachtszeit frei sein. Weil man sieht es ja jetzt, man hat kaum noch Möglichkeit zu parken, dass man da dann die Möglichkeit hat, auch dann auch mal wieder in die Fußgängerzone zu gehen und zu Weihnachten seine Geschenke entsprechend zu besorgen. Wie viele Parkplätze? Es mag weiterhin attraktiv zu halten, dass eben auch größere Fahrgeschäfte jetzt einen viel, viel besseren Boden vorfinden werden. Das wird so sein, ja. Ich habe vorhin so gesagt, Karre Zement und Karre Kies und fertig ist ein Parkplatz. Aber das ist Schwemmland hier, ist das so? Genau, wir haben Ederkiese, die wir hier vorfinden. Der Haufen, das ist ein Ederkies. Unten drunter, das ist in Teilbereichen, haben wir Flächen, aber wo kein Ederkies ist, dann finden wir tonig-lehmiges Material an. Und das nimmt das Wasser sofort auf, es wird schwammig. Und dadurch ist nur mal mit einer Karre Zement ist es dann nicht getan, sondern wir müssen ein entsprechendes Paket auskoffern und das dann entsprechend auch so wieder aufbauen, dass dann alles standhaft ist und kein Auto irgendwie eindrückt, sich verdrückt. Zumindest werden wir es finden, dass auch mit ein paar Tonnen rechnen muss, die da drüber fahren. Ne? Ja. Genau. Und die dann eben auch gut aufgestellt werden können. Ne? Und auch Fahrgeschäfte, die werden auch immer größer, die Attraktion. So sind wir einfach auch sicher, dass wir in Zukunft auch tolle Fahrgeschäfte anbieten können. Genau.